Hallo zusammen. Endlich mal wieder ein Video, ein bisschen Gequatsche von mir. Ich hoffe, ihr freut euch. Heute gibt es was Besonderes, wie immer natürlich. Und zwar besuche ich heute meinen lieben Kumpel Michael Splittdorf, der auch mein Auto immer so toll beklebt. Der studiert nämlich Fotografie. Oder ich weiß nicht, ob es genau so heißt, ob das die Fachrichtung ist. Jedenfalls ist seine Studentenklasse, ich kann mal hier einblenden, wie das Ganze heißt, in der SK-Galerie in Solingen und stellt heute hier seine Kunstwerke aus mit anderen Schülern. Und die werden wir uns heute mal zusammen angucken. Ich hoffe, der Michael zeigt uns ein bisschen was und ist bereit, auch ein bisschen was zu den Kunstwerken zu erzählen, zu seinen Kunstwerken und vielleicht auch zu den anderen. Wir schauen uns das Ganze gleich mal an. Kommt mal einfach mit. Ich bin sehr gespannt. Da weiß ich ganz genau bei Michael, da komme ich auf meine Kosten. Ja, und deshalb sind wir heute hier. Also, ab geht's. I'm so far away from home in this desert of regret. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars. Ob die Bahn einen Container vermisst? Hallo Uwe, der Michael und ich grüßen dich aus dem Revier. So, mal wieder rauszoomen. Und wenn es dann geht. Ja, wir sind drin. Der Michael hat uns schon reingelassen, freundlicherweise, in der Kunstausstellung. So, jetzt muss ich mal ablesen. Jetzt erzähle ich euch das mal genau. Fotografische Position der Künstlerklasse Thomas Zika. Zentrum für Weiterbildung an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen. Und das Ganze ist hier halt, wie gesagt, in der SK-Galerie im Südpark in Solingen. Und ja, Gastgeber heute. Was bist du hier heute? Aufsicht, ne? Ich bin Aufsicht. Aufsicht. Ja, ist der Michael und der wird uns gleich ein bisschen rumführen. Wer ihn noch nicht kennt, er tritt gerade ein bisschen kürzer, auch Instagram und so, ne? Ja, auch nicht so viel. Etwas weniger, ja. Ja, Micha macht auf jeden Fall richtig geile Bilder. Ich habe die mal verglichen mit dem Frank Precher, aber das ist ein bisschen unverschämt, weil ich glaube, man kann Künstler nicht vergleichen, ne? Aber Frankie macht halt auch gute Sachen und der Micha macht auch geile Sachen. Also checkt ihn mal ab, auch wenn er gerade nicht viel kommt. Studierter Fotograf hier. Herr Micha, aber jetzt gleich kommst du nicht drum rum. Wir können uns hier festladen. Ja, wir können hier noch rumgehen. Ja, ja, wie ist das denn hier aufgeteilt? Ich würde sagen, wir fangen hier bei der Jutta an. Achso, ihr seid künstlermäßig aufgeteilt? Nee, wir sind da so ein bisschen durcheinander nicht, aber schon so ein bisschen gemischt. Okay. Ne? Okay. Wir können mal kurz überlegen, wir haben hier noch Holger stehen mit dem Schwimmer. Dann haben wir Jutta nach oben. Wir fangen jetzt mal hier unten an. Komm. Alles klar. Jetzt kommen wir nie vorwärts. Ich gucke, ob ich die Türe sperren kann. Mach das. Natürlich. Ja, ja. Und ich habe da vorne die Tür auf, wenn es durchzieht, dann steckt man eine zu. So, der Künstler und das Handwerk. Wir sehen jetzt, wie Michael Splittdorf. Passt nicht. Aber hier. Kann er doch. Eine Tüchtigkeit. Hoffentlich ziehen die Bilder nicht von der Wand, du. Das Nö, eigentlich nicht. Nicht. Wir werden es merken. Wenn es scheppert und hier am Boden liegen. Ist der Taucher lebensgroß? Oder der Schwimmer? Der kommt mir so vor, als wäre der. Also der wird schon ziemlich dicht an Originalgröße sein, ja. Und zwar ist das ein von dem Holger, der gerade hier war. Ein Kollege, die haben unter Wasser Rugby, glaube ich, gemacht. Okay. Ist das vor jetzt gefälscht? So gefälscht. Ja, leider war der Akku gerade leer, aber Micha hat in diesem Moment ein Pamphlet dazu gefunden. Ich muss dazu meine Brille abnehmen, sonst kann ich es nicht lesen. Ach. Also es geht hier um einen Sportler, der von dem Holger Kemp fotografiert wurde, früher Nationalniveau unter Wasser Rugby gespielt hat. Stell dich doch mal daneben. Kann ich
Fußdenkchen haben. Mal, ja, natürlich ist das Lebensgröße. Ja, nein, der ist lebensgroß, genau. Ja. Hier haben wir zwei Werke von der Jutta Biesemann. Acryl, rückseitig bedruckt und Melodiebund zur Versteifung. Habt ihr die bei so Standardhändlern drucken lassen? Die werden, also ich weiß nicht genau, wo sie es hat machen lassen. Ich vermute mal Whitewall oder Saal Digital, weil die sind ja eigentlich... Was gibt es da noch? Whitewall. Whitewall, sagt ja, mir. Die machen relativ viel. Und sie hat also jetzt hier diesen Raum. Es müsste eine Psychiatrie gewesen sein, den hat sie mit den ganzen leeren Blistern von Tabletten hat sie den beklebt und am Boden verteilt, ja, um so eine Hommage an die Kranken, die dort behandelt wurden. Ja, nicht, dass ich muss mal gucken, ob ich alles rausschneide. Ich weiß ja gar nicht, ob ich von den Künstlern überhaupt die Bilder zeigen kann. Ja, das kläre ich noch ab. Ja. Wir haben ja einen kleinen Chat und dann sage ich, dass du was aufgenommen hast. Ich mache auch nur kurze Einblendungen oder so. Schlachthaus. Ich hätte eben vom Tisch aus, habe ich gedacht, das wäre, ich zeige es mal ganz kurz, das wird auch relativ unscharf sein, ich habe gedacht, das wäre irgendwie in der Zeche oder so. Also, ja, das ist tatsächlich ein Schlachthaus und da hat sie dann den ganzen Boden mit Rosenblättern ausgelegt. Schade, dass sie jetzt nicht da ist, die könnte das natürlich alles wunderbar erklären. Nicht schlecht. Auch die Künstler haben Schwierigkeiten mit chromatischen Apparationen da oben. Das ist der Schwertraum und das ist... Genau, das ist der Blisterraum. Ist ach so, dann sind das die Opfer. Okay, die Opfer sind der Schlachtraum. Ja, und der Blisterraum ist rechts. So. Und hier das ist ein Werk wieder von Holger Kempf, der Kollege, der da war. Da hat er so eine Collage gemacht, die hat er auch relativ... sagen wir mal, provokativ einfach zusammengesetzt, indem er die ganzen Bilder mit Reißzwecken oder Heftzwecken auf diese Korkplatte gebracht hat. Thema ist jetzt hier... Autos? Welche Autos? Auto, genau. Hat er jetzt hier Felgen, Lichter... Irgendwas fotografiert. Dann, ja. Hat er erst gedacht, wer sein... Ja, der Teilausschnitt daraus gemacht. Ne? Hat dann so solche Sachen zusammengesetzt. Ja. Das ist eine alte Korkwand, ne? Hat jeder mal in der Wohnung gehabt. Ja, die hat er dann, so zusammengebaut. Super Idee eigentlich. Ja. Hat auch, glaube ich, Elena und so noch, ne? Als Sticker bauen die Mädels sich heutzutage auch wieder für zu Hause. Ja, ist wieder im Kommen. Ist wieder im Kommen, wie Analogfotografie. Ja, genau. Oha, okay. Ja, das ist auch wieder Jutta Biesemann. Ernste Themen hat die ja, Dame. Ja, die hat da schon... Ich muss mal gerade lesen. Ich muss meine Brille und muss durch den Leseteil gucken. Ich kann das nicht wieder, Micha. Wieso? Pass auf. Was ist denn mit deiner Brille los? Ich habe keine Gleitsicht drin. Ach so, musst du immer Lesebrille anziehen, ja? Ja, ja. Deswegen muss ich die Mappen ein bisschen mehr sehen. Also wir haben das hier das rechte Bild, das Picknick nennt sie das, von 2019, kaschiert auf Lambada-Print. Lambada-Print, sagt man. Auf Audibond kaschiert mit Plexiglas. Größe 70-50. Das Picknick. Sehr lecker. Mhm. Aber ja, sind wir beim Thema, ne? Veganismus und so. Wieso, jetzt mal auf Automatikmodus umgestellt, denn hier ist doch mal hell, sehr hell und mal sehr dunkel. Ich zeige es auch nur wieder kurz. Hier geht es nochmal weiter mit der Tassenaktion vom Holger. Ja, da hat er nochmal seine Narbe dargestellt. Ist ein T-Shirt, was er sich dann hat mit dem Teilausschnitt des Bildes bedrucken lassen. Ach ja, das ist ein T-Shirt. Ja, hat dann ein T-Shirt drucken lassen. Ich zeig's mal kurz und versuche mal eben zu zeigen, was das ist. Moment mal. Ah, und dann. Hammer. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wieso ist mir das nicht? Du hast es gesehen, ne? Natürlich. Aber haben wir alle gesehen, nur du nicht. Ich weiß nicht. Das ist also schon Wahnsinn, was die ja da aufmachen. Das ist ja noch eine relativ überschaubare Narbe, aber was bei so einem Herzinfarkt an Brustkorb eröffnet wird, das ist schon nicht ohne. Did not kill me. Selbstversuch. Und hat sich da wirklich selbst fotografiert, ja? Ja, genau. Holger macht seine Fotos selber. Der ist dann sehr... sehr eigen, dass er das alles schön selbst aufbaut, sich präsentiert in dem Fall. Auch richtiges Lichtsetup aufgebaut. Mindestens zwei Lichter, kann ich sagen, an dieser Stelle. Kann man das hier zeigen? Er hat es erzählt, aber ich könnte das jetzt nicht korrekt wiedergeben, was er gemacht hat.
Also ihr seht auf jeden Fall in den Augen, also zwei Lichter waren mindestens da. So, wir filmen halt schnell. Wir gehen mal die Treppe hoch. Die Kamera überhitzt hier. ZV1 habe ich noch nie gehabt, aber ich habe auch noch nie so lange in 4K gefilmt. Ja, wer einmal mit Blitz fotografiert hat und meinte, er müsste schneller als eine 200stel fotografieren, der kennt sowas, aber das wird mit Sicherheit eine andere Bedeutung haben. Micha, kannst du dazu was sagen? Das war genau der Effekt. Ah, okay. Der hat den Shutter Speed so genutzt und mit der Blitzfolge, dass tatsächlich von oben links das korrekte belichtete Bild so, zu sehen ist. So, ein korrekt belichtetes, geblitztes Bild sieht so aus. Geblitzlings. So, dann waren wir hier wahrscheinlich bei einer 300stel oder vielleicht auch 400stel ohne Highspeed Blitz, aber die Synchronisation war halt eben so, dass dann der Shutter hier in dem Bereich war und da unten kurz vor Ende. Weißt du eigentlich, wie das heutzutage mit dem elektronischen Verschluss aussieht? Nee. Weiß jemand, wie das heutzutage mit einem elektronischen Verschluss aussieht? Das müsste ich echt mal probieren. Habe ich noch nicht gemacht? Zu wenig. Ja, ich blitze auch leider zu wenig. Hier oben ist aber lecker warm. Ja. Oh, das habe ich gerade mitgenommen als Visitenkarte, würde ich behaupten. Ich will jetzt gucken, ich will jetzt wissen, ob das so ist. Alles klar. Wieder so ein. Ja, die ist jetzt schon ein spezielles Thema. Ne? So, jetzt aber will ich aber wissen, was das für ein Vogel nochmal ist. Also ich als Vogelexperte sollte zumindest, ja, ich heb's gleich auf. Ich bin enttäuscht von dir. Ich weiß. Ich mach, kümmere du dich um. Weißt du, woran das liegt? Ich beschäftige mich ja nicht mit Vögeln so aus Büchern und so. Ich muss den Vogel sehen. Und wenn ich den kenne, dann weiß ich das. Und das ist ja ein Meeresvogel. Aber ich würde sagen, das geht in Richtung Basttölpe. Aber ich. Was sind denn das für Fasern? Ach, das sind die Vögel, die quasi durch Kunststoff, Leinen, Angler, Schnur und so erdrosselt und. Ja. Jo. Der Mensch. Das ist eine Interpretation dazu. Ja, jo. Wenn ein Künstler spricht, verrückt, er kann das sogar. Das ist eine Interpretation davon. Ja, doch, hast du recht. Hast du recht. Willst du da weitermachen? Ja, da hinten. Sagen, ne? Ja. Tankstelle gefällt mir, nur die Preise gerade nicht. Der Preis ist angenehm. Nee, ist auch schon, das ist heutzutage. Das sind, die sind drüben in der Schweiz entstanden, am Bodensee. Und ja, die sind von mir. Mich hat natürlich auch fasziniert die Einfachheit der Tankstelle. Wenn du unsere heute siehst, hier in Deutschland, mit Backstab, Rewe, völlig überfrachtet. Und da fahren die eben an die Säule ran, halten ihre EC-Karte davor und tanken dann für Summe X. Wenn die Nacht die Tankstelle umhüllt. Ja. Preise im Wettlauf. Ja, ich habe Diesel, ich habe super fertig, ne? Genau. Die sind so aus 22, glaube ich, ne? Februar 22 habe ich die gemacht, ja. Also auch nicht mehr ganz neu, aber... Nee. Was sagst du, wo war das? Bodensee. In der Schweiz. Ja, kannst einmal rumfahren. Und dann bin ich einmal komplett in den Bodensee gefahren. Deutsche Seite erst und dann bin ich drum durch die Schweiz. Extra nochmal abends hin, weil ich die halt natürlich abends fotografieren wollte. Und warum in Schwarz-Weiß? Weil die einfach anders wirken. Du hast einfach mehr Blick für die einzelnen Sachen. Farbe lenkt in dem Fall nur ab. Ich habe die auch in Farbe mal gehabt, aber du hast die Farbvielfalt. Gerade weil auch hier, die Avia hat ja ein rotes Band, das ist so dominant, dass das von allem ablenken würde. Aber weißt du, was ich interessant finde? Die Blendensterne. Ja. Was war das für ein Objektiv? 1424 Nikon. Interessantes. Das habe ich dann mit der Z7 gemacht, aber mit dem alten Mount noch. Ja, ja. Oder Mount noch. Mhm. Genau. Und Blende aufgerissen, Blende geschlossen eigentlich. Ja, ich könnte jetzt gar nicht sagen. Also mindestens 8, wahrscheinlich eher 14. Okay. Vielleicht kommt es auch vom Druck, ich weiß nicht. Ne, die war schon. Und natürlich, wie gesagt, schwarz-weiß reduziert, da muss man so ein bisschen mit der Tonung arbeiten, ein bisschen Kontraste verändern. Mhm, klar. Und er brennt ja auch aus da an den Tankstellen wahrscheinlich, der ganze Quatsch da. Ja, zum Beispiel die beiden Leuchten in dem Überdach hier. Ja. Da ist, also die kriegst du aber dann noch nicht mehr gerettet, die sind dann weg.
Das Schlimme ist ja, da kannst du ja nicht gemütlich dich hinsetzen und fotografieren. Das ist ja im verfließenden Verkehr. Da hast du ja ein Foto gemacht, geguckt, Auto kommt und dann über die Seite gesprungen, alles mitgenommen, Stativ, Kamera, Auto weg, wieder hingestellt. Und so ging das dann eine Stunde hin und her. Und ich habe da noch ein paar von, die ich dann tatsächlich allerdings in Farbe gelassen habe, weil die dann wieder besser wirkten. Ja, also Tankstelle Fox. Siehst du auf meinem Instagram-Kanal, da sind die eigentlich veröffentlicht. Abchecken Insta, ich mache einen Link rein. Ja, Tankstelle von Klaus, ne? Das ist wie seine Hamburger Tankstelle, nur da ist nichts los wahrscheinlich. Da könnte er sein schönes Auto mal hinstellen. Die Spurt hier unten, die habe ich noch von anderer Perspektive. Da ist tatsächlich, wie ich alles fertig hatte und wirklich stand mit dem Rücken an den Leitplanken und vor mir so ein Meter Autos. Ne? Wo ich gedacht habe, wenn du jetzt den Bauch rausstreckst, haben sie ihn abgefahren. Ja. Also so eng war das. Und in dem Moment, wo ich auslesen wollte, fährt da so ein kleiner PKW drauf. Gut, mit Zier und so kann man alles nutzen, aber ich wollte die Tankstelle natürlich nicht so haben. Ja. Und deswegen habe ich mich dann nachher für die Perspektive so entschieden, in den Raum hinten rein. Schön, echt. Ja. Führungslinie genau in die Ecke gesetzt. Ja. Die Fotoregel hält er ein. Ja? Ja. Die muss immer. Das ist viel bei deinen Bildern, ne? Du hast viel die Eckenläufe. Ja, fällt das auf? Ja, also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr lange, also, oder habe lange nicht mehr in deinen Account geguckt, aber das, was ich noch weiß, war, dass du viele Eckenläufer auf jeden Fall hattest. Ja, ich finde jetzt so eine Rinne hier, so eine Linie, irgendwie wild in die Ecke gepflastert, wirkt nicht. Ja. Zerstört das Bild. Und nur so kriegst du die Führung vernünftig hin. Ja. Ewald Vogler, lass uns hier weitermachen. Das ist eine Serie. Also es wird ein bisschen Material fehlen. Wir hatten den Brückenbau zuletzt, weil die ZV1 gibt aufgrund von Temperaturproblemen. Und hier hat man ein Kunstwerk, das wollte ich jetzt auch nicht zu nah zeigen. Ich vertone es jetzt mal nach. Da wurde der Brückenbau von einer Brücke, steht da auch wo? Die neue Landstraße in Wuppertal, Kronenberg, komplett dokumentiert von Anfang bis Ende. Und da wollte ich noch zu sagen, fällt mir gerade ein, so sah mal, ja, jetzt kann ich das, du klärst das, ob ich das zeigen darf, ne? Ja. So sah mal ein Panoramabild aus. Schön hintereinander weggeklebt. Hier dürfen ja nur die Guten rein. Mach doch erst. Wir machen da weiter. Du hast ja recht. Ich wollte auch gerade mal gucken. Ja, da bin ich wieder. Frankfurt. Wir hatten gerade das Thema Frankfurt und Tankstelle und so. Entschuldige, Klaus, ne? Wo war die Tankstelle nochmal? In Frankfurt, nicht in Hamburg. Wir wollten ihn nicht verraten. Ja, wir haben geschwiegen. Einfach lass mich in mein Verderben rennen. Wir haben es gut gemeint. Hätte doch keiner, hätte Kloster auch nicht mehr gemerkt. Ja, der geheimnisvolle Schleier, ich habe Schleicher gelesen. Ja, das ist auch, das habe ich in Frankfurt, ich weiß jetzt nicht, welche Straße das ist, morgens, samstagsmorgens aufgenommen, da waren die gerade noch mit Bauarbeiten dran, drüben ist ja so ein Rohbau und dann waren die am helllichten Tag im Straßenverkehr haben die Steine geflext, nass, trocken, ach so, ja. Statt nass, trocken. Ja. Und dann gab es natürlich diese Nebelwolke da hinten dran. Ja, ja, war schon krass. Sieht auf jeden Fall genial aus. Ja. Auch eins meiner Bilder, die ich fast unbearbeitet habe. Also in Schwarz-Weiß natürlich dann die Kontraste ein bisschen verändert, dass das auch das in Schwarz-Weißen kommt. Auch das wird nur in Schwarz-Weiß. Ich habe es in Farbe. Ja. Habe ich das auf Instagram in Farbe? Ich weiß das jetzt gar nicht. Oder ich kann das eigentlich gar nicht veröffentlicht haben. Bin mir nicht sicher. Aber das ich darf ja jetzt dumme Fragen stellen, ne? Weil sowas wird mir auch mal gestellt. Ne? Warum hast du dich entschieden, hier die Tiefe mitzunehmen und den LKW nicht ganz drauf? Oder ist der eigentlich ganz drauf und jetzt durch den Rahmen abgeschnitten? Oder interessiert dich das gar nicht? Nee, der war nicht Motiv. Motiv war der Rauch hinter den Autos oder der Staub. Und hier musste ich raus, da war Gerümpel. Jetzt kann man natürlich sagen, also ich habe Künstler, die sagen, Gerümpel gehört dazu. Mhm. Mag ich nicht. Unruhe dann. Genau, ich versuche das ein bisschen ruhiger zu bringen. Und man muss natürlich berücksichtigen, das ist jetzt auch fast so eine Sekundenaufnahme gewesen. Stehst da, willst du eigentlich die Ampel überqueren, Straße überqueren, nicht die Ampel, die Straße überqueren. Mhm. Und dann passiert sowas. Da versuchst du natürlich den Schuss zu machen, so gut es geht. Ja, ja klar. Normalerweise hätte man noch sagen müssen,
weiter abschneiden, dass der weiter in die Ecke kommt. Ja, nee, war jetzt nur so eine dumme, Weil ich erwische mich ja auch mal dabei, dass ich mich verausschnitte, auch schon nochmal auf Hochzeiten. Ne? Dann denke ich, wieso hast du jetzt auf der Seite? Ja. Ne? Warum, warum fehlt mir hier unten von dem Laternenmast? Ja. Ne? Ja. Der ist da. Aber gut, das ist Schnappschuss. Der ist jetzt in der Vergrößerung für den Rahmen. Okay. Ja. Ja. Ist das ein bisschen außen vor geraten. Auf jeden Fall geil, wie toll man die Ampel noch trotzdem, dass hier gar keine Kontraste eigentlich sind, ne? Wie geil man die noch erkennen kann. Ja, war ein super Licht. Ne? Ja. Morgens 8 Uhr, 9 Uhr, irgendwie so. Das war der Tag, wo ich auch den Sonnenaufgang genutzt habe, um die Skyline von Frankfurt zu fotografieren mit den Brücken und so. Da gibt es ja so ein paar Bilder bei mir. Ja. Genau. Da haben wir wieder den Eberhard Vogler mit seinem Neuner-Tableau. Stadel. Ja, Stadel. Fuji. Ah, Fuji-Film ist analog, ja? Nee. Auch Fuji Crystal ist. Ach so, das ist das Papier. Genau, ist das Papier. Ah, das ist das Papier. Ich dachte, das wäre irgendein spezieller Film. Alles klar, sorry. Das ist eine Aufgabe eigentlich, wenn ich dazu sagen darf. Ich sage jetzt einfach mal, die wir im Grundstudium hatten oder haben. Motive einer historischen Persönlichkeit eines Fotografen nachempfinden sollen. So, wird eigentlich anders formuliert. Ja. Und hier in dem Fall hat er versucht, eine Serialisierung hinzubekommen. Nicht nur versucht, die hat er ja hinbekommen, indem er 9 von diesen Holzhütten, die ja, weiß ich jetzt nicht, als Stallungen dienen, als Holzschober dienen, was auch immer, und die wirklich auch von der Größe her, von der Ausrichtung her, versucht konsequent zu fotografieren. Abweichungen sind natürlich immer drin, ja, man sieht, ja, dass da eine Serialisierung stattgefunden hat. Aha. Und das ist angelehnt an die Bechers. Bechers sind ja Fotografen, die in Düsseldorf ja an der Akademie waren. Und die haben ja dieses Genre geprägt. Okay. Ja, last but not least. Das Segelschiff. Mein Segelschiff, allein auf dem Meer. Nennt sich jetzt hier Freiheit auf den Welten. Auf den Wäldern. War so eine Situation, da war ich mit meiner Frau unterwegs, sind auf Rügen gewesen, wollten zu der Steilküste, zu dieser Kreideküste. Ich war noch nie auf Rügen, ich muss aber da unbedingt mal hin, ja. Kann man mit von Selin aus, von irgendwo, wo diese Landungsbrücken sind, kann man dann hinfahren. Ist so eine Tagestour, Boot ist voll mit jede Menge Gästen. Mhm. Und da war so die Situation, dass dann am Horizont der einsame Segler war. Und dann musste ich natürlich gucken, dass ich den fotografiert bekam. Zwischen den Leuten durch, weil die springen dir ja natürlich, gar nicht böse gemeint, die springen dir natürlich vor die Kamera, weil jeder will natürlich gucken und das Beste sehen. Und da ist das dann entstanden. Gibt es tatsächlich auch nur diese eine Aufnahme vor. Und ich habe also keine 20, 30 Stück gemacht, um die Beste rauszuholen. Es ist tatsächlich nur diese eine Aufnahme geworden. Weißt du, was ich total witzig finde? Heute ein Segler auf dem Wasser. Kannst du nicht heute noch, wir haben irgendein Video geguckt. Und da ging es um die Drittelung eines Bildes. Mhm. Was war das für ein Video? Finde ich total interessant, weil da wurde nämlich gesagt, wenn man ein Objekt richtig in einem Bild darstellen möchte, ist eigentlich, wenn das Objekt sich im Wasser befindet, drittelt man quasi das Wasser. Das hat dann nur ein Drittelanteil. Und der Himmel, nee, so ist richtig. Ich habe zwei Drittel. Genau, das Objekt ist 2/3, genau, im Wasser. Genau. Hier ist ja auch das Ziel eigentlich, den wirklich alleine in den Wellen zu zeigen. Muss ja dann noch die Tiefe, die Räumlichkeit muss ja darstellen. Also musst du natürlich dem Wasser jede Menge Raum geben, damit er wirklich im Horizont frei steht. Ja, so der Himmel war nichtssagend, der war grau, also eigentlich blau, aber jetzt im Schwarz-Weißen wird er natürlich grau. Ja, und dadurch ist das so entstanden. Stark. Wie gesagt, da war ein Schuss gucken, gerade Platz zwischen Leuten durch und dann drauf und dann war schon der nächste wieder vor der Kamera. Ich habe da immer so Schwierigkeiten mit so Objekten. Das ist ja eigentlich das Geile daran. Ein Schuss, nicht 30 Bilder, dann suchst du das Beste raus. Ja. Beim ersten Mal musst du sitzen. Ja. Erst dann hast du wirklich das Werk, das Kunstwerk, was die Sache bringt. Genial. Ein Schuss. Ja, genau.